Das deutsche Stutenderby ist entschieden. Die Bewegung von dem Pferd, ja, das ist faszinierend. Und, einfach, dass der schönste Sport der Welt ist. Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des 7. Tages werden Ihnen präsentiert von Eduard Winter. Im ersten Bogen, Herald Bogo ist an der Spitze, führt gleich mit 2-3, Honesty Newport in zweiter Spur, Motion Pur, dahinter ist Charlotte Newport, Tijuana Diamant ist vorn, löst sich von der Konkurrenz, außen kommt Motion Pur dazu. Hallo und herzlich willkommen, heute Tag 7 der Derbywoche auf der Trabrennbahn in Mariendorf. Ja, das waren eben schon mal die ersten Eindrücke des Stutenderbys 2017. Bevor wir da zum Höhepunkt kommen, schauen wir uns ganz kurz an, was heute noch auf dem Programm steht. Der Handicap-Pokal Deluxe und das Auktionsrennen der zweijährigen Stuten. Ja. Und in dieses Auktionsrennen schauen wir jetzt auch direkt mal rein. Im Schlussbogen Isabella Bossöwe, aber dicht dahinter Quick Lady. Dann in der dritten Position Nagama Innen Olena. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. Und Isabella Bossöwe ist vorn. Dion P. Tesseler hat die Peitsche geschultert. Isabella Bossöwe turmhoch überlegen. Eine wahnsinns zweijährige Stute gewinnt hier unangefasst dieses Rennen. Ja, in mijn ogen lief die goed. Ik wilde van start op, ja, alle jonge veren, dus wees nu in die speechen best. Ah, dan is het einfacher. Dan is er niet zoveel. Die veren zijn alle jongen, die moesten alle wat leren. Dus dat is best in het veld zetten. In het veld zetten is niet zo einfach. Maar wees nu die speechen met dat veert, ja, dan is het geen probleem meer. Das Rennen, das die Traber-Fans die ganze Woche über begleitet hat, mit Vorläufen, Halbfinals etc. Jetzt findet das Finale des Handicap-Pokal Deluxe statt. Und wir schauen mal, wer die Nase letztendlich vorn hatte. Und im Schlussbogen Classic Garden mit einer Länge vor Johnny Rocket. Dann kommt außen Lux Santana Ecke in die dritte Position. In der Distanz Classic Garden ist vorn gegenüber Johnny Rockets. Die Nummer 1 dritter ist natürlich noch Nummer des Rot. Vorne Classic Garden, Johnny Rockets mit der Schlussattacke. Das wird eng. Und Johnny Rockets geht vorbei. Thomas Pancho gewinnt dein Handicap Deluxe. Wir sind sehr gut vom Start weggekommen und konnten uns das Rennen einteilen. Auf der Überseite einen kleinen Zwischenspurt. Im letzten Bogen konnte ich, wie man so sagt, nochmal einparken und konnte warten bis Anfang der Gerade. Und da hat er seine Geschwindigkeit dann nochmal ausgespielt. Das war's mit dem Rahmenprogramm für heute. Bevor wir zum Highlight kommen, gibt's aber noch das Stutenderby Finale B. Neben mir steht jetzt Christoph Pellander, einer der Wettexperten hier auf der Trabrennbahn. Herr Pellander, wen sehen wir denn überhaupt im Finale B des Stutenderbys? Im Finale B sehen wir die Stuten, die nicht ins Finale A gekommen sind. Das ist ganz einfach. Das Finale B wird auch Trostlauf genannt. Es ist der Drittplatzierte, der Viertplatzierte, aber auch vielleicht ein Pferd, das disqualifiziert wurde, weil es Galopp gegangen ist, hat hier die Chance zu starten. Und welche Pferde bzw. Fahrer genau sind es? Oder Beispiele? Das sind die Pferde, die wir letzte Woche hier gesehen haben, beispielsweise die Nummer 2 NYSE oder auch die Nummer 4 Seller WC, die war auch Dritte, ging sehr gut. Und die Leistung war so gut, dass man heute auch davon ausgehen kann, dass diese beiden Stuten hier möglicherweise diesen Trostlauf gewinnen. Trostlauf für Stutenderby ist eine tolle Sache. Das sind tolle Pferde, die vielleicht auch teilweise Pech hatten in ihrem Vorlauf. Also das ist in dem Fall die kleine Entschädigung, um vielleicht nochmal ein bisschen was an Geld mitzunehmen. Okay, vielen Dank. Und mit dem Fahrer von NYSE, mit Roland Hülsgard, haben wir nämlich mal gesprochen. Die Stute braucht schon noch ein verdecktes Rennen. Wenn ich das bekomme, habe ich natürlich auch meine Chancen. Aber wie gesagt, auch wenn es nur ein B-Finale ist, da sind auch noch 2-3 andere ordentliche Stuten bei. Das 8. Rennen Eduard Winter Deutsche Stutenderby B-Finale ist gestartet. NYSE beginnt am schnellsten gegenüber innen Mayflower, außen Seller WC. In der Mitte ist auch Nelly Pepper dabei. NYSE ist vorne, aber außen kommt jetzt nur ein Hotspot. Das Feld ist vor den Tribünen. Und an der Spitze weiterhin NYSE, außen Hotspot, dahinter Mayflower. Und in der Distanz weiterhin Hotspot vorne, aber Seller WC außen geht stark. Dann NYSE, Hotspot noch nicht zu Hause. Seller WC kommt mit jedem Schritt, außen kommt noch NYSE dazu. Seller WC ist vorn. Seller WC außen NYSE. Seller WC gewinnt es vor Hotspot NYSE. Ich denke, das Rennen war nicht optimal, weil ich musste sehr früh gehen, mit den Kilometern zu gehen. Aber das Rennen hat kein höllisches Tempo, so das war mein Glück ein bisschen und war außen herumgegangen und hat sehr gut gekämpft und ins Ziel war sie da. So, ich gönne mir jetzt mal eine kleine Traberpause und schaue mich mal im VIP-Bereich um. Ich habe hier eine kleine Zigarrenstation gefunden. Das sieht ja auch sehr interessant aus. Die werden anscheinend, ja, frisch gerollt, sage ich mal. Ja,
Also die riechen praktisch wie aus Kuba importiert. Wir gehen jetzt mal weiter, was es hier noch so gibt. Ja, Glücksspiel darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, ich würde sagen, ich probiere mal, was bei mir heute so drin ist. Ja, dann fange ich mal an. Also ich hätte gerne auf die 14 und 15. Na, dann bin ich mal gespannt. Klingt doch gut. Da habe ich jetzt tatsächlich gewonnen. Ne? Das gibt's ja gar nicht. So, ich habe hier jetzt auch einen kleinen Juwelierstand gefunden. Dürfte ich mir hier einen kleinen Ring anprobieren? Sehr gerne. Dankeschön. Schön sind die Ringe hier auf jeden Fall mit einer antiken Münze drin. Ja, also auf jeden Fall eine super Verarbeitung und die kann man auch im VIP-Bereich hier ersteigern. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, hier das Ende des VIP-Bereichs. Wetten kann man hier natürlich auch, das ist ja klar, zum Beispiel aufs Stutenderby. Ich sag mal, es könnte ein Sieg drin sein. Es hängt, wie gesagt, vom Rennverlauf ab. Das ist ja in diesen Rennen immer das große Fragezeichen. Was für einen Rennverlauf bekomme ich? Und das ist einfach da, wo es drauf ankommt. Wie funktioniert der Start? Wie bleibt es unterwegs? Wie wird das Rennen gelaufen? Schnell oder langsam? Meine Pferde haben sich super qualifiziert, speziell die Allegra. Und hat sich auch kraftvoll unter der Woche präsentiert. So, ich denke, sie sind in einer guten Verfassung. Und um das Ganze zu vollenden, brauchst du einfach im Sport immer ein bisschen Glück. Einer, der gleich drei Pferde im Finale des Stutenderbys hat, ist Ulrich Mommert. Herr Mommert, ist da der Sieg praktisch schon vorprogrammiert? Um Gottes Willen. Wir haben also es war für uns eine große Freude, dass wir also drei Pferde da ins Finale gebracht haben. Gab es noch nicht und vor allen Dingen auch von einem Trainer ist noch nie da gewesen und ist eine tolle Sache. Aber dass wir, wenn wir vorn sind, 2, 3, 4 irgendwo, sind wir schon ganz zufrieden. Dann vielen Dank und wir schauen mal, was passiert. Das Eduard Winter Deutsche Stutenderby 2017 ist gestartet. Im ersten Bogen Herald Bogo ist an der Spitze, führt gleich mit 2, 3. Fehler von Allegra B. Die Favoritin hebt ab im ersten Bogen. Tijuana Diamant mit Jürgen Zionsen haben das Kommando übernommen. Dahinter Honesty Newport in zweiter Spur, Motion Pur. Dahinter ist Charlotte Newport. Am Ende des Feldes trabt hier Himoko Greenwood. Vor dem Ziel geht's auf die Schlussrunde. Noch 500 Meter bis zum Ziel. An der Spitze weiterhin Tijuana Diamant. Eine Länge dahinter außen, Honesty Newport. Innen Herald Boko. Motion Pur geht in die dritte Spur. Tijuana Diamant ist vorn, löst sich von der Konkurrenz. Außen kommt Motion Pur dazu, Charlotte Newport. Aber Tijuana Diamant ist vorn, Motion Pur kommt. Ganz außen, Timoko Greenwood. Tijuana Diamant, Motion Pur. Heinz Webering macht es. Heinz Webering, Motion Pur vor Charlotte Newport und Timoko Greenwood. Die Stute hat immer tolle Leistungen gezeigt, nur heute war es vom Papier her nicht ganz so einfach. Es waren ja doch recht gute Stuten im Rennen und die Startnummer 3, die Allegra, ist eine Stute, die sehr schnell beginnen kann, das hat sie auch gezeigt. Machte dann im Bogen einen Fehler, dadurch habe ich die Position verloren, musste ein bisschen korrigieren nach außen, hätte auch in die Hose gehen können. Es war ganz knapp und bekam aber dann anschließend nach 200 Meter wieder einen guten Rennverlauf. Und als es im Einlauf ging, die letzten 250 Meter, waren wir ziemlich sicher. So, wir befinden uns hier auf der Auktion. Neben mir steht Frau Eilenberger. Sie hat gerade Alicia Star ersteigert. Frau Eilenberger, auf was achtet man denn bei so einer Auktion und warum ist es jetzt dieses Pferd geworden? Ja, also wir sind gerade durch die Stallung gegangen, haben uns die ganzen Jährlinge angeguckt und dann muss man natürlich abwägen, wie viel Geld kann man ausgeben, wie viel will man ausgeben. Und die hat uns einfach vom Gebäude sehr gut gefallen. Die ist von der Abstammung erstmal ein Pferd, wo man sagt, glaubt man gar nicht, dass man die für diesen Preis bekommt. Und wir waren uns eigentlich sicher, wenn wir jetzt die Hand heben, dass dann ganz viele andere natürlich auch sagen, die gefällt uns doch ziemlich gut. Und ja, dann ging es jetzt plötzlich doch schneller als erwartet, zu unserem Glück. Ja, das freut mich für Sie. Dann viel Glück mit Alicia Star. Und das war's für uns auch heute schon von Tag 7 der Derbywoche auf der Trabrennbahn in Mariendorf. Morgen am letzten Sonntag sind wir natürlich wieder für Sie da. Und auf Hauptstadtsport TV, auf Facebook und auf Twitter können Sie immer bei uns vorbeischauen. Das ist immer zweijährige junge Pferde, sind immer schöne Pferde, um mit zu arbeiten. Ich meine, wenn ich ausgefallen wäre, wäre es für jemand anders ein Vorteil gewesen. Das ist im Rennen so. Ne? Es war so spannend und faszinierend.
Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des siebten Tages wurden Ihnen präsentiert von Eduard Winter.